Der baden-württembergische Innenminister und stellvertretende CDU-Bundesvorsitzende Thomas Strobel hat in Reutlingen in der Wittumhalle den Bundestagswahlkampf in Baden-Württemberg eröffnet. Hintergrund war der Wahlkampfauftakt des Reutlinger CDU-Bundestagsabgeordneten Michael Dont. Strobel forderte dazu auf, für einen Wahlsieg von Bundeskanzlerin Angela Merkel zu kämpfen. Das Land stehe blendend da und brauche angesichts der aktuellen Herausforderungen eine starke, werteorientierte CDU und die Führung durch eine krisenfeste, erfahrene Kanzlerin. Bei einem der ersten Wahlkampfauftritte in diesem Bundestagswahlkampf für den Reutlinger Bundestagsabgeordneten Michael Dont hat der stellvertretende CDU-Bundesvorsitzende Thomas Strobel die CDU auf die verbliebenen 2 Monate eingestellt. Angesichts der aktuellen Herausforderungen müsse, wie seit 2005, eine starke CDU unter Angela Merkel weiter die Geschicke des Landes lenken. Ich kann mich an die Schlagzeile, kann man ja sagen, in der Bild-Zeitung noch erinnern, auf Seite 1, das sind jetzt Ihre Arbeitslosen, Frau Merkel, wurde getitelt. Die Bundesrepublik Deutschland war damals hinten in Europa. Riesige Arbeitslosigkeit, riesige Verschuldung, Ebbe in den Sozialversicherungssystemen. Mittlerweile steht Deutschland in Europa auf Platz 1. Die Wirtschaft brumme, die Arbeitslosigkeit so tief wie nicht mehr seit 28 Jahren. Das Land lege den vierten Haushalt in Folge ohne Schulden hin und tilge diese. Auch für Europa sei die CDU mit ihrer christlich-abendländischen Ausrichtung das Erfolgsmodell. In der Partei Konrad Adenauers, Angela Merkel, Wolfgang Schäubles, liebe Freundinnen und Freunde, der aufgebahrte Sarg von Helmut Kohl im Europäischen Parlament in Straßburg ist ein politisches Vermächtnis. Deswegen reden wir nicht schlecht über Europa, sondern wir reden gut über Europa. Keine Partei ist so verbunden mit dem europäischen Gedanken wie die Christlich-Demokratische Union. Diese verkörpert den Geist, aus dem Europa entstanden sei. Egal wie unterschiedlich die Griechen, die Spanier, die Portugiesen, die Italiener, die Deutschen sind. Es ist das christliche Bild vom Menschen und nichts anderes, was diesem Kontinent zugrunde liegt. Und daraus abgeleitet ein freiheitliches politisches System namens parlamentarische Demokratie, ein freiheitliches Wirtschaftssystem namens soziale Marktwirtschaft. Das freie Bild vom Menschen. Und das alles ist in Jahrhunderten entwickelt worden, erarbeitet worden. Kein Bundesland profitiere von Europa so wie Baden-Württemberg, der Exportweltmeister. Strobel wandte sich gegen europafeindliche Tendenzen anderer Parteien, aber auch von außen. Und wenn wir dieses Europa verlören, wäre nichts, aber auch gar nichts besser. Und es gibt Kräfte auf dieser Welt, die Europa zumindest spalten wollen, und es gibt Kräfte, die dieses Europa vernichten wollen, die die Art, wie wir leben, bekämpfen. Strobel ging namentlich auch auf den Islamismus ein und forderte härtere Maßnahmen bei der Kriminalitätsbekämpfung und der Abschiebung. Wenn Terrorismus, organisierte Kriminalität und Verbrechen sich zunehmend natürlich dem Internet bedienen, dann kann ich doch meine Beamtinnen und Beamte nicht blind und doof halten. Und der Terror bedient sich natürlich dem Internet zum Anwerben, aber auch zur konkreten Verabredung von Attentaten. Und da kann ich nicht immer nur hinterher sagen, es muss was geschehen. Dass man dies in Baden-Württemberg mit den Grünen habe durchsetzen können, sei richtig und eine ziemliche Sensation.